Weiter geht's mit unserem Kulturpunkt und damit zu den besten Tipps für die nächsten Wochen. Bethlehem, 1000 vor Christus, volles buntes Leben. Großvater Obed genießt mit seinem geliebten Enkelsohn David das lustige Treiben. Als sich ein Konflikt mit einem Ausländerjungen aus Moab entzündet, greift Obed ein. Ruth, das Familienmusical von Birgit Minichmeier, gibt es am 17. März ab 14 und 18 Uhr in der Johann-Pölz-Halle. Il sono del universo, die Schöpfung und ihre Naturgewalten, das ist Thema der internationalen Barocktage im Stift Melk. Von 17. bis 21. Mai durchfluten Klänge des Universums das barocke Juwel. Mehr zum Programm gibt es unter www.wachaukulturmelk.at. Nun zu unserem Kinotipp. Manana ist 52 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann, ihren Kindern und ihren Geschwistern bei den Eltern. Es ist eine ganz normale Familie in Georgien. Von alledem hat Manana eines Tages genug und verkündet ihrer Familie ohne Angabe von Gründen, dass sie eine kleine Wohnung gemietet hat und ausziehen wird. Manana, könntest du nach der Arbeit nachher bitte noch einkaufen gehen? Manana, sieh dir das mal an. Nimm dir ein Glas zum Trinken. Tropft alles voll und das war's. Moment, hast du wirklich eine Wohnung gemietet? Wenn du dich einfach von uns erholen willst. Nino, ich gehe nicht für kurze Zeit, ich gehe für immer. Das habe ich doch schon gesagt. Ich lasse dich nicht in Ruhe, bis du hier bleibst. Du gehst nicht weg! Lass ihn in Ruhe! Du bleibst uns alle raus! Bei den Nachbarn im ganzen Viertel! Ich habe mich gerade von Susu getrennt. Habt ihr euch denn gestritten, ihr zwei? Oh nein, nein, ich wollte immer schon allein leben. Und jetzt habe ich es einfach getan. Meine Schwester ist gerade hierher gezogen und du kennst dich doch hier mit den Leuten aus, oder? Ja, klar. Sie wohnt da allein, verstehst du? Aber ich habe nicht vor, irgendwo hinzuziehen. Ich sagte schon, es geht mir richtig gut. Jeder einzelne Schritt will überdacht sein. Tu lieber nichts, wofür sich deine Familie schämen müsste. Das Herz schlägt höher. Echt? Habe ich dich vermisst. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Hast du dich eingelebt in der Wohnung? Ich sag nichts. Ich sage ja nichts. Ich warte auf dich. Es gibt keine einzige Familie auf dieser Welt, in der es keine Probleme gibt. Lass sie doch, das ist ihre Privatsache. Dieser Mann macht mich wahnsinnig mit seiner Ruhe. Sie hat vor, das Haus zu verlassen. Den Mann und die Kinder. Und der hier sagt, das ist ihre Privatsache. Das macht mich verrückt. Der Film Eine glückliche Familie wird am 20. März im Rahmen der Ars Femina im Rathaussaal ab 19.30 Uhr gespielt. Glücklich geht auch unser Kulturprogramm zu Ende. Ich darf ganz herzlich Dankeschön sagen fürs Dabeisein. Wir sehen uns ganz bestimmt, denn mit uns sind Sie im Bild. Auf Wiedersehen.